Rupert Neudeck hat bewiesen, dass Hilfe für Flüchtlinge tatsächlich ankommt. Ende der 70er Jahre fliehen Menschen vor Verfolgung, Folter und Tod auf kleinen Booten aus Vietnam, die sogenannten Boat People. Viele von ihnen hatte Neudeck mit einer spektakulären Aktion gerettet. Das ist 35 Jahre her. Seitdem kämpft er unermüdlich für die Belange von Flüchtlingen. Denn wie damals sind heute weltweit Millionen Menschen auf der Flucht aus ihren Heimatländern. Wenn der heute 75-Jährige aus seinem Leben berichtet, ist das Interesse groß. Der Journalist und Theologe ist einer der bekanntesten humanitären Helfer der Welt. Begonnen hat alles 1979. Mit dem großen Containerschiff Kap Anamur bricht Neudeck auf nach Vietnam. Infolge des Vietnamkrieges fliehen dort 1,5 Millionen Menschen vor dem kommunistischen Regime. Vor allem die Südvietnamesen werden brutal verfolgt. Viele versuchen, sich in kleinen Booten über das südchinesische Meer zu retten. Über 10.000 von ihnen nimmt Neudecks Frachter Kap Anamur auf und bringt sie so in Sicherheit. Sogar einen ersten Sprachunterricht gibt es für die Flüchtlinge an Bord, für einen Neuanfang in Deutschland. Heute arbeitet Rupert Neudeck vor allem in Syrien und Nordafrika. Er kennt die Not der Menschen, die sie zur Flucht zwingt. Sie halten das nicht mehr aus, zu wissen, dass sie geächtet sind, dass ihre Kinder nicht mehr zum Studium dürfen, dass sie in Lager und verbotene Zonen müssen, um Zwangsarbeit zu leisten. Das war in Vietnam ein Prozentsatz von 5 bis 10 Millionen Menschen. Diese Unerträglichkeit des Lebens hat sie gezwungen, zu überlegen, zu fast unmenschlichen Situationen Zuflucht zu nehmen. Hilfe zu leisten könne dabei nicht nur ein Glück für den Empfänger, sondern auch für den Geber sein, meint Neudeck. Wenn man einmal im Leben die Möglichkeit hat, Menschen in einer existenziellen Situation, in der der Tod näher ist als das Leben, ihnen zum Leben zu verhelfen. Das mit ganz vielen Menschen in Deutschland zu machen, die dazu beigetragen haben, dass das möglich ist. Das ist, ich glaube, das ist das Größte, was einem Menschen geschenkt werden kann, dass er so etwas machen kann, in einer freien Gesellschaft zu leben. Bedeutet, dass man Dinge tun kann, die manchmal die eigene Regierung nicht will, wogegen sie alles in Bewegung setzt. Und trotzdem kann man das machen, wenn man seine Mitbürger auf die Seite zieht. Das ist was ganz Großartiges. Zu helfen bereichere das eigene Leben. Dieser Gedanke ist heute seine zentrale Botschaft. Auch in Deutschland besucht Rupert Neudeck Flüchtlingsheime. Wie hier im sächsischen Schneeberg will er den Asylantragstellern Mut machen. Sie unterstützen in einer fremden Welt. Vor allem Familien sind darauf angewiesen. Sie sind zum Teil seit Jahren auf der Flucht. Diese Familie berichtet von ihrem glücklichen Leben in Libyen. Dann kam der Bürgerkrieg. Sie flohen in Todesangst erst nach Algerien, dann nach Tunesien und weiter nach Ägypten. Zurück ins scheinbar befreite Libyen und von da über Malta nach Deutschland. 2 Jahre leben als Flüchtling von Ort zu Ort. Ich komme auch von Serbien. Der 1939 geborene Neudeck kennt die Gründe für die Flucht aus eigenen Kriegserfahrungen vor Ort in Syrien und Libyen. Bomben, die auf sie fallen. Eltern wissen nicht mehr, wie sie ihre Kinder schützen können. Und dann machen sie sich auf einen Weg, wie ich das eben von der libyschen Familie gehört habe. Ein unglaublich anstrengender Weg, den kein Deutscher je freiwillig machen würde. Zudem ist die Welt kleiner geworden. Durch das Internet erfahren auch Leidende in Syrien oder Nordafrika vom Luxus Europas. Zur Todesangst im Bürgerkrieg gesellt sich die Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben in Sicherheit. Zum Beispiel in Deutschland. Trotzdem hat Rupert Neudeck immer wieder erfahren, dass die Flüchtlinge keine Almosen suchen, sondern Arbeit, Respekt und Anerkennung. Daran hat sich seit Jahrzehnten nichts geändert. Sie ist aber nicht anders geworden in dem Sinne, dass nicht 2/3 der Menschheit
weiter mit wahnsinnigen Augen starren auf das, was sie mittlerweile im Handy sehen, im Smartphone sehen, im Internet sehen. Das ist ja das, was auf der ganzen Welt erkennbar ist, im Fernsehen sehen. Nämlich dieses irrsinnige Wohlstandsgefüge, was wir in Europa haben. Danach sehen sie sich natürlich, etwas zu haben, was ähnlich ist, durch Arbeit zu schaffen. Dabei bringen die Menschen Stärken und Erfahrungen mit, die vielen Deutschen fehlen. Genauso natürlich wie manche Fehler und Schwächen. Die Menschheit gleiche sich in ihren Talenten und Lastern eben gut aus, meint der rastlose Flüchtlingshelfer. Vom Arbeitseifer und der Lebenserfahrung der Asylantragsteller könne auch Deutschland letztlich profitieren. Also das ist die Situation der Flucht und das erlebe ich bei den Migranten aus Afrika genauso. Das sind nicht Leute, die das machen, weil sie hier irgendwelche Fleischstöpfe gesehen haben, an denen sie mitnagen möchten. Nein, nein, nein. Die wollen unbedingt arbeiten, die wollen einen Beruf lernen. Rupert Neudeck wird nicht aufhören, sich für Menschen in Not einzusetzen. Mit dem gleichen Engagement wie seit über 35 Jahren wirbt er für seine Hilfsprojekte. Heute zum Beispiel in Syrien, damals in Vietnam. Diese Filmbilder erzählen noch heute eindrucksvoll von der Angst und der Hoffnungslosigkeit der Südvietnamesen, die 1979 nach Vietnamkrieg und kommunistischem Terror über das Meer fliehen wollten und kaum eine Chance auf Überleben gehabt hätten, ohne Helfer wie Rupert Neudeck. Heute sind die meisten von ihnen und ihren Kindern gut in Deutschland integriert. Wer einmal einem anderen Menschen aus größter Not geholfen hat, wird selbst ein neuer Mensch, sagt Neudeck. Glücklicher und reicher als zuvor.